Hallo, ich bin Katja Machill von Wissenschaft im Dialog und ich habe die Ehre, die neue Frau an der Spitze von WED interviewen zu dürfen, Antje Boetius, die ab Januar 2015 unserem Lenkungsausschuss vorsitzen wird. Frau Boetius, Sie sind Tiefseeforscherin und Professorin für Geomikrobiologie. Wo sind Sie denn lieber, auf Expedition oder daheim in Bremen an der Uni? Am liebsten wechsle ich ab und mag die Vielfalt an dem Beruf, dass man nicht ganz an seinem Schreibtisch verstaubt, sondern wirklich noch Hand anlegen kann auf See und Abenteuer hat, selber dabei ist, wenn was entdeckt wird. Aber andererseits natürlich auch zu Hause mit Studenten arbeiten kann, dass man ein Team hat, was man regelmäßig sieht und natürlich bei den Lieben zu Hause sein kann. Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was macht denn gute Wissenschaftskommunikation aus? Das ist Sprechen, Hören und Verstehen, miteinander reden. Und das gilt eigentlich für alle Bereiche, Wissenschaft, Gesellschaft, wie auch innerhalb der Wissenschaft, dass wir Aufgaben haben, so speziell und spezifisch, wie vieles Arbeiten heute geworden ist, ist es oft sogar so, dass der eine Wissenschaftler zum anderen noch kaum mitteilen kann, was habe ich eigentlich gemacht, was ist eigentlich neu an meiner Forschung. Und das muss man auf allen Ebenen üben. Und man kann dabei ruhig neugierig sein, alle Fragen sind erlaubt, aber man muss auch die Geduld haben, wenn Antworten eben mal länger dauern. Was hat Sie dazu bewogen, den Vorsitz des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog zu übernehmen? Ja, das ist natürlich eine super Herausforderung. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst um die Zeit, aber dann habe ich mir überlegt, wo hat man nochmal die Chance, mit den Wissenschaftskommunikatoren aller Wissenschaftsorganisationen zusammen in einem Raum zu sitzen und Pläne zu schmieden. Das ist ja natürlich super. Ich habe mir gedacht, wie viel kann ich dann lernen in dieser Zeit? Und ich freue mich auf diese Möglichkeit, sich auszutauschen, darüber nachzudenken, was tut der Wissenschaftskommunikation gut und dann eben auch mitgestalten zu können. Was haben Sie denn mit uns vor? Sie sind auf 3 Jahre gewählt. Welche Entwicklung wünschen Sie sich für Wissenschaft im Dialog und was konkret möchten Sie umsetzen? Es gibt ja schon ganz tolle Themen, wo noch ausprobiert werden kann. Zum Beispiel die Frage Bürgerbeteiligung an der Wissenschaft. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und dann interessieren mich auch mal ganz andere Formen von Kommunikation mit anderen Sendern, Empfängern. Zum Beispiel finde ich, dass Wissenschaft und Kunst ein bisher völlig unterschätztes Tanzpaar sein könnte. Denn die Fähigkeit, die Welt zu sehen und zu beschreiben, an der Wahrheit auf den Pelz zu rücken, kann die Kunst in manchen Bereichen besser und visionärer als die Wissenschaft. Und da können auch diese verschiedenen Systeme noch mehr üben, miteinander zu kommunizieren. Am Ende hätte ich gerne noch mal den großen Wurf von Ihnen, wenn Sie darüber bestimmen dürften, wie sich Wissenschaftskommunikation in Deutschland innerhalb der nächsten Jahrzehnte entwickelt. Und Sie dürfen jetzt explizit visionieren und träumen. Wo stünden wir 2050? Ich glaube an ein ganz bestimmtes Modell. Das ist eben Daten, Wissen aus ganz verschiedenen Systemen neu zusammenzubringen und zu Bilderwelten zu machen. Und zwar ist aus dem Bereich Virtual Reality da viel zu erwarten. Modelle von Welten, an die wir Fragen stellen können, mit denen wir spielerisch umgehen können, sowohl in die Vergangenheit wie in die Zukunft reisen können und dabei als Augen- und Hörtier, als Mensch noch mehr Erfahrungen machen können, besser Entscheidungen treffen können. Das stelle ich mir vor, wird es 2050 geben. Das war doch ein schöner Abschluss, die Vision der Virtual Reality in der Wissenschaftskommunikation. Frau Boetius, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen guten Start bei Wissenschaft im Dialog.